Hallihallo, heute zeige ich mal, wie man bei einer B-Klasse von Mercedes den Luftdruck resettet. Und zwar sollten wir auf dem Punkt sein, wo man die Gesamtkilometerzahl sieht. Dann drückt man einmal den Pfeil nach oben. Dann erscheint das Menü Reifendrucküberwachung aktiv, Menü R-Taste. Und die R-Taste ist diese Rückstelltaste vom Kilometerstand. Oder Tageskilometerzähler, die drückt man einmal und dann geht man hier auf Plus und hat er schon selber genommen und das war es dann. Entweder übernimmt das selber oder man drückt halt wie gesagt hier diese R-Taste, einmal Plus und dann nochmal R und dann war es das schon. Jetzt braucht man im Prinzip nur ein bisschen fahren, 1-2 Kilometer und so einfach ist das bei dem Modell.